Heute stelle ich euch Sam und Mo im Land der Lindwürmer vor, von Frida Nilsson, einer schwedischen Autorin, die immer sehr düster, fast schon grausam, märchenhaft ihre Charaktere beschreibt. Es geht um die Brüder Sam und Mo, die sich ins Land der Lindwürmer verirren und von einer Lindwurmfrau aufgezogen werden und ganz viele sprechende Tiere treffen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich in der Geschichte, wie es jetzt erstmal von der Erzählung her klingt. Ganz wesentlich sind aber in dem Buch die Punkte, gibt es wirklich Gut und Böse? Was unterscheidet Mensch von Tier? Also große philosophische Fragen auch in der heutigen Zeit. Ein unfassbar tolles Buch für Kinder ab 10, die entweder einiges wegstecken können oder wirklich einen hohen Anspruch an ihre Bücher haben. Oder natürlich für alle Erwachsenen, die Lust auf ein tolles, düsteres, wunderbares Kinderbuch haben.